Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Das Video heute, also ganz genau, wie es heißen wird, weiß ich noch nicht, weil ich es noch nicht hochgeladen habe. Aber ungefähr irgendwas mit zu viele Hunderter, zu viele Perch Knights. Und heute werde ich sogar ein paar Sachen, ein paar Hunderter verschicken. Weil durch die ganzen Perch Knights, es sind momentan echt überall Perch Knights. Sogar jetzt gerade ist in Salzburg eine. Hat am Freitag gestartet. Habe ich, glaube ich, auch im Stream erwähnt. Im Stream habe ich auch mehrere Perch Knights erwähnt. Dazu gleich mehr. Oder? Oder gleich jetzt. So, Berlin und Wien ist demnächst. Dezember. Und München sogar auch wieder. Also München ist am Moment, ich muss mal ganz kurz das Datum abchecken. Am 1., glaube ich. Zum ersten Advent. Genau, erster Advent. 1. Dezember ist in München Perch Night. Ungefähr ein Wochenende. Bisschen länger, wenn die Bots wieder besser laufen. Und dann die Woche drauf ist in Berlin eine. Am 8. Und dann die Woche drauf. Am 15. ist in Wien eine. Habe ich im Stream kurz erwähnt. Ich versuche, ist geplant. Also München bin ich natürlich am Start. Nach Berlin zu fahren. Und nach Wien. Schauen wir mal. Mal schauen, ob das so klappt. Ob ich die Zeit finde. Ob sich was ergibt. Ob die Kollegen mitfahren wollen und sowas. Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Und hoffentlich wird das passieren. Ich werde natürlich gleichzeitig Bescheid geben für die Leute in Berlin und Wien. Falls sie mich sehen wollen oder so. Wir werden da auf jeden Fall dann, falls ich hinfahre, irgendwas starten, kleines Treffen. Und genaue Infos dazu habe ich leider nicht. Also, ich werde ja ernsthaft gefragt, aber ich habe absolut, wirklich absolut nichts damit zu tun mit den Perch Knights. Wenn, dann fragt Philipp. Der ist, glaube ich, für beinahe jede Perch Knight zuständig. Und wenn nicht, dann hat er auf jeden Fall Kontakte und weiß, wer dafür zuständig ist. Was weiß ich, ich habe von so vielen Perch Knights gehört. Also, die sind jetzt echt überall. Dementsprechend viel zu viele Hunderter. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber es sind echt zu viele Hunderter geworden. Und Gen 3 steht vor der Tür. Ihr seht meinen Beutel 948 von 1000. Also da muss echt langsam was gelöscht werden. Ihr könnt hier sehen, 4 Bisasam oder Bisasam-Familie auf 100%. Genauso wie bei Glumanda. Und eigentlich braucht man die nicht. Ich habe schon mal angesprochen, verschiedene Leute haben verschiedene Systeme. Manche sammeln von jedem 100er. Sprich, Bisa Sam, Bisa Knosp, Bisa Flor, das wären 3. Manche sammeln sogar 6, weil einmal männlich, einmal weiblich. Und dann einmal Bisa Knosp männlich, weiblich, Bisa Flor männlich, weiblich, das wären 6. Was halt echt nicht geht, vom Platz her. Vor allem jetzt, wenn Gen 3 kommt. Und manche sammeln halt nur 1, zum Beispiel Bisa Flor, so wie ich. Und dann mein persönliches Ziel ist es, jeden auf Max zu pushen. Das ist ein Bisa Flor auf maximal. Und einen Glurak auf Max. Das heißt, eigentlich brauche ich die 3 gar nicht. Dementsprechend werde ich mich heute, auch wenn es, man findet es halt echt schade. Man denkt halt, irgendwann kommt Tauschen und so und dann haben die vielleicht irgendeinen Wert oder. Es ist halt 100%. Aber ganz ehrlich, so viele Leute haben so viele Hunderter, die sind eigentlich gar nichts mehr wert. Dementsprechend mache ich heute ein bisschen Platz. Fangen wir hier mit diesem Bisasam an. Der ist halt echt cool, weil er Level 1 ist, glaube ich. 13 CP. Ist auf jeden Fall Level 1, aber eigentlich nur Beutelverschwendung. Und wir wollen eigentlich optimal spielen und dementsprechend muss der jetzt verschickt werden. Natürlich erstmal der IV-Check für euch, damit ihr seht, dass der 100% ist. Bester Satz: HP, Attack, Defense. Aber es haben jetzt so viele Hunderter dieser Sams. Starter während letztes Jahr. Die ganzen Safari-Zonen, da kam der so oft. Kogai, tut mir leid, dass wir den Level 30er 100er nicht geholt haben. Ich bereue es jetzt auch. Aber jetzt, weg damit. Ciao. Glumanda, genau dasselbe. IV-Check. HP, Attack, Defense. Cool, aber ganz ehrlich, wozu? Wozu? Und den hier eigentlich auch. Ich könnte jetzt Glumanda, Glutex und Glurak haben auf 100%, aber das will ich nicht. IV-Check. Bester Satz: HP, Attack, Defense. 15. Ciao. Also, da, ja. Ich mache noch nicht. Ich bin noch nicht so radikal, dass ich alles auf 1 runtermache. Aber bei ein paar Sachen. Zum Beispiel hier taubt sie auch. Aber. Okay, den habe ich sogar schon auf Max. Taubt sie kann ich jetzt nicht wegschicken wegen Doppel-Candy. Nicht Doppel-Candy, Doppel-EP demnächst. Hoffentlich demnächst. HP, Attack, Defense. Und weg damit. Hier auch Radfratz.
Richtig unnötig. Und weg. Da bin ich sogar bereit, nur noch einzuhalten. Bester Satz, AP, Attack, Defense und weg. So. Also meistens ist es halt echt nur der Müll. So Webergack oder so. Warte mal. Ja, Zubat zum Beispiel auch. Ich habe Zubat, Golbert und Xbat. Xbat auf Level 30 gefangen. Was will man mehr? Also diesen Zubat werde ich niemals entwickeln. Mit dem habe ich echt gar nichts vor eigentlich. Also weg mit dir. So. Hier die Sterndus. Obwohl zum Beispiel hier auch Goldini. Ich habe ein 834er. Was will ich mit dem 44er hier? So. HP, Attack, Defense. Jetzt mal Stern weg. Und weg mit dir. So. Genau dasselbe mit den Sterndus. Ich habe viel zu viele. HP, Attack, Defense. 15. Und weg mit dir. Und hier zwei identische. Der Stami ist eigentlich viel zu low, den habe ich zwar wild gefangen, aber echt unnötig. HP, Attack, Defense. Und weg mit dir. Dann hier zum Beispiel habe ich 4 Pokégon 100er. Aber Pokégon ist schon cool. Also zum Beispiel bei dem kann ich mich noch nicht trennen. Weil der kriegt auch noch Weiterentwicklung, vielleicht wird er mal gut und so. Also da kann ich es echt noch nicht übers Herz bringen. Aber hier zum Beispiel bei dem ganzen Müll. Ich habe 3 Hutut 100. Der kann weg. 10 WP, was will ich damit? Hier, HP, Attack, Defense, 15. Direkt weg. Den nächsten mache ich glaube ich auch noch weg. Warte, wie viel hat der? 494, okay. 366, unnötig. So. Und ciao. Und dann lösche ich noch hier die Webergax 2 und dann war es das für das Video hier eigentlich. Ich glaube, ich habe genug 100er gelöscht und meinen Standpunkt rübergebracht. HP, Attack, Defense 15. Und weg. Und der letzte. Meine ganze Sammlung werde ich demnächst nochmal zeigen. Wahrscheinlich, wenn Gen 3 kommt, dann ungefähr oder schauen wir mal. Also, es hat sich nicht so viel getan seit dem Julian-Video. Ich habe halt viel von dem Dreck durch die Purge Nights jetzt dazu bekommen. So, von Leo, Raupi, Habitak, sowas. Aber die krassen Sachen fehlen mir natürlich immer noch. Dementsprechend schauen wir mal. Ich denke schon demnächst ein Update zu meinen 100ern, weil ich da oft gefragt werde. Oder halt die zweithäufigste Frage, zeig mal Birgits 100er. Das können wir auch mal machen, muss ich mal schauen. Aber den kann ich auch noch verschicken. So. HP, Attack, Defense. Vor allem Purge Night demnächst. 3-4 Purge Nights. Da kommen die Sachen wieder 1000-mal rein. Hat das was von mir? Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es so macht. Wie viele behaltet ihr? Macht ihr Achenoa-Style? Männlich, weiblich? Oder auch nur einen, so wie ich eigentlich? Könnt ihr euch auch so schwer von denen trennen? Und wie gesagt, alle Purge Night Infos findet ihr bei Philipp. Es ist momentan echt überall Purge Night. Und jetzt die nächsten 3 Wochen. Ich versuche echt dahin zu fahren. Aber wie gesagt, mehr Infos demnächst. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check meinen Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon und CS Business.